Die Hamburger Innenstadt. Geschäftiges Treiben, wohin man schaut. Das Gewerbe drängt sich hier dicht an dicht. Warum ist das so? Mein Name ist André Elbin und ich lade euch heute ein zu einer spannenden Tour durch die Innenstadt. Rund um die Alster schlägt seit Jahrhunderten das Herz der Hansestadt. Was viele nicht wissen, der Hamburger Hafen hat seinen Ursprung direkt hier an der Alster. Zwischen Lombardbrücke und Kontorhausviertel finden wir sie alle. Die luxuriösen Hotels vom Atlantik bis zum Vierjahreszeiten, tolle Gastronomie vom Cibulle im Levantehaus bis zum Fleet an der Alster. Und natürlich die großen Brands, Apple, Gucci, Prada und so auch den Hamburger Outdoor-Spezialisten Globetrotter, dessen Chef Andreas Bartmann wir jetzt interviewen. Herr Bartmann, bei der Immobiliensuche gibt es ja immer den Leitsatz Lage, Lage, Lage. Gilt das auch für Globetrotter? Das gilt auch für uns. Wir sind historisch sicherlich eher aus einer Lage der Erreichbarkeit, die eingeschränkt war, gekommen. Wir sind ja hier in Hamburg in einem Stadtteil groß geworden. Historisch vor 40 Jahren, Wandsbeker Chaussee, Einfallstraße, ist nie wieder ein Einzelhändler rangegangen. Barmbek war damals auch relativ schwer, aber wir haben einfach gemerkt, dass wir auch mit Bezirkszentren und B-Lagen sehr, sehr viel Kunden verlieren, und das war für uns vor 3 Jahren auch der Schritt gewesen, in eine frequentere Lage reinzugehen, um auch Kunden zu erreichen, die uns nicht kennen. Und das geht bisher sehr gut auf. Alle sprechen ja davon, dass das Internet den klassischen Einzelhandel bedroht. Trotzdem sind die Geschäftsstraßen und die Läden eigentlich gut besucht. Was ist Ihre Meinung dazu? Bedrohung möchte ich es nicht nennen. Es hat uns revolutioniert und stark verändert. Und ich muss auch sagen, bei uns im Stationärbereich, ohne das Thema Internet, würden wir auch so ein Geschäft hier nicht betreiben können. Denn nach wie vor ist es so, dass die Mehrzahl der Kunden sich vorinformieren im Internet, auch wahrnehmen, in welcher Region kann ich was kaufen. Und wir einen sehr, sehr großen Anteil an Kunden haben, die ins Geschäft kommen, die sich über uns im Internet informiert haben, über Sortimente informiert haben und dadurch erst den Zugang bekommen. Das bedeutet, der Kunde erwartet heutzutage, dass er sich auch Waren ins Geschäft schicken lässt, also als Pickpoint hier. Und das macht mittlerweile fast 10% unseres Umsatzes aus. Und ich möchte sagen, wenn wir das nicht hätten, hätten wir ein gewisses Problem. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Die Händler mit ihren Geschäften prägen natürlich das Erdgeschoss mit ihren Schaufensterlandschaften. Doch wie sieht es hinter den Kulissen aus? Was passiert in den oberen Etagen? Hier in der Spitaler Straße in Semperhaus ist der Sitz von Radio Hamburg. Von außen deutet nur ein ganz kleines Schild darauf hin. Wir schauen mal hinter die Kulissen. Die ersten rund 20 Jahre war Radio Hamburg am Speersort beheimatet mit dem gläsernen Studio, bis ihr dann vor rund 12 Jahren hier in die Spitaler Straße gezogen seid. Wie wichtig ist euch die Nähe zu euren Hörern? Ja, wir haben also damals ja extra im Herzen der Stadt gesucht, weil wir in der Regel immer gerne da sein wollen, wo auch unsere Hörer sind. Und das ist eben mitten in der City. Bedeutet die Innenstadtlage für euch auch Herausforderungen, zum Beispiel bei euren Außeneinsätzen, weil da kart ihr ziemlich viel technisches Equipment von A nach B? Gut, dafür haben wir auch ein Lager am Hammerdeich für diese Sachen, aber es ist schon mit gewissen Herausforderungen verbunden, wenn wir Technik auch hier mal reinbringen müssen oder unser mobiles Studio von A nach B verfrachten. Also insofern ist es nicht immer ganz einfach, ja. An kaum einem anderen Standort ist die Bürovielfalt so groß wie hier in der City. Hier sind sie alle zu finden. Die Banken, die Versicherungen, die Agenturen, die Coworking Spaces und eben auch Frachtraum. Was das ist, das fragen wir den Gründer Florian Eck. Florian, was bietet ihr in eurem Konzept, was man in seinen eigenen Büros nicht findet? Also wir sind eine Workspace- und Event-Location, heißt, bei uns kann man sich einmieten für alle Formen von Tagungs-, Presse-, Konferenzformaten, die es so gibt, aber auch für Presse-Events, Fotoshootings und Filmdrehs. Okay. So, und was bieten wir unseren Kunden? Ich würde sagen, in erster Linie Abstand zu den gewohnten Büros, weil wir der Meinung sind, kreative Ideen hat man nicht immer im gewohnten Arbeitsumfeld. Viele wichtige Themen werden dort auch nicht besprochen, weil man sich eben nicht mit großen Gruppen die Zeit nimmt, um sich einmal einem wichtigen Thema
in Gänze zu widmen. Das heißt, die Kunden entziehen sich eigentlich bewusst ihrer gewohnten Umgebung, kommen hier zu uns in ein kreatives Umfeld und bieten ihren Fragestellungen, die sie bearbeiten möchten, eine besondere Bühne. Apropos Umfeld, wie wichtig ist denn der Standort City für euch oder würde euer Konzept auch funktionieren, zum Beispiel in Billstedt oder in Niendorf? In meinen Augen ist es ein absolut zentraler Aspekt, die zentrale Lage hier in der Stadt und auch die exponierte Lage in dieser schönen Höhe hier. Das heißt, wir haben viele Kunden aus Hamburg, die kennen die Stadt, die möchten natürlich auch ihren Teams, wenn sie sie rausschicken, teilweise sind das auch ganze Firmen, die zu uns kommen, bis zu 60 Personen, möchten sie das gewisse Etwas bieten, was Besonderes, einen kleinen Wow-Effekt. Das kann man natürlich hier mit diesem tollen Ausblick über ganz Hamburg schaffen. Darüber hinaus haben wir Kunden, die aus ganz Deutschland anreisen zu uns und die möchten natürlich ihren Kunden, die sie dann wiederum hierher einladen, Pressevertretern, potenziellen Bewerbern etc., einmal eine zentrale Anfahrtsmöglichkeit geben, Nähe zu Flughafen, Hauptbahnhof etc., aber eben auch den Blick. Händler, Dienstleister, Angestellte. Und was ist, wenn sie mal zum Arzt müssen? Bringen dann ab 17 Uhr alle zurück in ihre Heimatstadtteile? Das ist nicht nötig, denn in der Innenstadt gibt es ausreichend Arztpraxen. Eine davon, die Zahnarztpraxis von Dr. Michael Jakob. Und den besuchen wir jetzt. Michael, was hat dich bewogen, mit deiner Zahnarztpraxis in die Innenstadt zu ziehen? Also ich bin seit 2003 niedergelassener Zahnarzt und Oralchirurg und in eigener Praxis tätig. Und musste mich 2017 nochmal orientieren bzw. den Standort wechseln. Und für mich war natürlich wichtig, nicht sich zu weit zu entfernen von dem alten Standort, um keine Patienten zu verlieren und natürlich eine gute Erreichbarkeit für meine Bestandspatienten zu gewährleisten. Und das ist in der Innenstadt im neuen Wall sehr gut gegeben. Das spielt natürlich die Erreichbarkeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Parkhäusern eine große Rolle. Apropos Patienten, welche Patientengruppe bildet denn so die Mehrheit? Die, die hier in der Innenstadt leben oder die, die gezielt zu dir kommen? Kann man gar nicht so pauschal beantworten, die Frage. Es sind natürlich vorwiegend die Bestandspatienten, die mir gefolgt sind in den neuen Standort oder auf den neuen Standort. Es sind natürlich einige neue hinzugekommen. Das sind aber im Wesentlichen Patienten, die hier in der Innenstadt arbeiten. Eigentlich weniger Patienten oder Menschen, die hier leben oder wohnen. Und da auch, wie gesagt, ist die Erreichbarkeit natürlich ein ganz großes Thema. Und ist es nicht eine Herausforderung, eine Praxis in bestehende Räumlichkeiten, meistens ja Büros, zu integrieren? In meinem speziellen Fall war das so, dass ich in eine Mundkiefer-Gesichtschirurgische Praxis, also die übernommen habe. Das heißt, es waren ganz viele infrastrukturelle Dinge waren schon vorhanden. Dabei spielen die Wasserleitungen und das Gefälle der Wasserleitungen spielt eine ganz große Rolle. Und da ist nicht jeder Vermieter bereit, die Investition zu tätigen und mitzuziehen. Und ich habe das große Glück, einen sehr guten Vermieter zu kriegen. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Wenn ihr das nächste Mal in der Hamburger Innenstadt unterwegs seid, dann werft nicht nur einen Blick in die vielen tollen Geschäfte, sondern nutzt auch das vielfältig kulinarische Angebot. Ein kühles Blondes an der Alster, die diversen Hotspots direkt ums Rathaus oder die vielen internationalen Spezialitäten, wie hier zum Beispiel an den Fleten. Hier ist für jeden etwas dabei. Ihr seht, die Hamburger City ist so lebendig wie eh und je und wächst stetig weiter. Wenn auch ihr eine tolle Idee für einen Laden oder ein Büro habt, der unbedingt mal in die Hamburger Innenstadt ziehen sollte, dann hilft euch das Team von Grossmann und Berger gerne auf der Suche nach der passenden Location. Und für viele weitere Informationen zu spannenden Stadtteilen schaut mal bei uns auf dem Kanal vorbei.